Was ist eigentlich Heimat? Wie fühlt sich Heimat an? Und wie kann eine fremde Umgebung in einer fremden Kultur zur Heimat werden? Antworten auf diese Fragen will die Caritas-Jahreskampagne 2017 geben. Das Motto: Zusammen sind wir Heimat. Eine Herausforderung. Denn Heimat bedeutet für jeden etwas anderes. Heimat, denke ich, ist erstmal da, wo man seine Wurzeln hat, wo man geprägt worden ist. Es hat schon immer Menschen gegeben, die sich Haus und Berg als Heimat, als Übergangsheimat oder als ständige Heimat ausgesucht haben. Perspektiven schaffen vor Ort, den Menschen auch in ihrer Heimat Heimat zu geben und den Menschen dort auch zu helfen. Heimat ist Heimatgefühl, ist Heimattreue und auch das Bewusstsein, Heimat zu stärken. Die Caritas Passau will genau das mit ihrer Jahreskampagne erreichen. Mehr noch, sie will ein Zusammenleben in Vielfalt anregen. Ein friedliches Miteinander von Einheimischen und Menschen mit Migrationshintergrund soll auf Dauer gelingen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Gremien der Pfarrgemeinde in Flüchtlingseinrichtungen gehen, dass man sich gegenseitig einlädt, sich über die Kulturen austauscht. Es gibt da wunderschöne Beispiele, dass man ja gemeinsam kocht, die Küchen anderer Länder kennenlernt, deren Kulturen kennenlernt und hier so ein Zusammenwachsen unterstützt wird. Beispiel Hauzenberg. Hier leben aktuell rund 600 Menschen nicht deutscher Staatsangehörigkeit aus insgesamt 50 verschiedenen Nationen. Gelingt hier Integration? Wir haben einen sehr, sehr aktiven Helferkreis, der unsere sehr, sehr wichtige Struktur ist. Aber natürlich bauen wir bei dem Thema Integration auch sehr stark auf institutionalisierte Strukturen wie die Zusammenarbeit mit der Caritas. Landkreis Caritas und Kreis Caritas haben ja da die Impulse gesetzt mit entsprechendem Personal auch. Und diese Strukturen wollen wir in Hauzenberg in der Kombination bestmöglich nutzen, um Integration gelingen zu lassen. Heimat zu stärken, so Raimund Kneidinger, sei eine Gemeinschaftsaufgabe aller Menschen im Bistum Passau. Dass wir gemeinsam versuchen, die Menschen zu integrieren, mitzuhelfen und wie gesagt auch die Heimat zu gestalten und auch dabei unsere Werte, unsere Vorstellungen zu vermitteln. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und auf einem guten Miteinander. Dass das nur durch Kooperation von Caritas, Verein, Pfarrverbänden und Landkreis funktionieren wird, kann Landrat Franz Mayer nur bestätigen. Dass ich heute mit dabei bin beim Startschuss, ist ein Zeichen, dass der Landkreis Passau diese Aktion von Caritas hier ganz besonders auch unterstützt. Und es ist wichtig, Heimat zu erleben, Heimat zu gestalten. Und dafür stehen wir alle gemeinsam im Passauer Land. Zusammen sind wir Heimat. Der Startschuss für die Caritas-Jahreskampagne 2017 ist gegeben. Jetzt heißt es Aktion.